2022. Schauen wir mal rein. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ich möchte mit euch über Hellraiser 2022 sprechen, bei uns aber leider 6 Monate später als in den USA erschienen. Diese Zeitlücke sollte eigentlich gar nicht mehr sein heutzutage. Ich dachte, das haben wir hinter uns gelassen. Offenbar nicht immer. Und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Ach, ja, und da möchte ich mit euch drüber reden. Ich fange das Ganze mal so an. Zusammenfassung von dem Film, ohne dass ich wirklich jetzt in verschiedene Details gehe. Da möchte ich wirklich nur grob drüber fliegen. Dann meine persönliche Einschätzung. Danach, was mir noch so dazu einfällt. Und am Ende dann mein Fazit. Wir beginnen den Film, warum auch immer, in Serbien. Dort bekommen wir halt eine Szene mit, wie jemand etwas erwirbt. Und das ist mit Vorsicht zu genießen, heißt es. Als nächstes gibt es eine Party, auf der wird dann ein Partygast eines gewissen Gegenstandes gewahr, der wie eine Art kleine Schachtel, kleiner Würfel aussieht. Wir alle als Hellraiser-Fans kennen es natürlich als die legendäre Puzzlebox. Und er wird ermutigt von dem Mann, der ihn gekauft hat, damit rumzuspielen. Da fährt plötzlich eine Klinge aus, schneidet ihn, es wird ein bisschen asozial und es gibt Ketten und wir denken, ja, ich habe Hellraiser gesehen, ich weiß, wo es hingeht. Dann sind 6 Jahre später, ganz woanders, wir sind in den USA, Massachusetts, irgendwo in der Gegend und dort haben wir jetzt eine junge Drogensüchtige, beziehungsweise auf etwa ja, nach 12-Stufen-Programm Entzug, die von ihrem Bruder umsorgt wird, mit dessen Freund. Und dann gibt es noch eine Mitbewohnerin und die Namen von denen sind irgendwie halbwegs uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Riley, die Hauptfigur, mit ihrer Charmanten irgendwo zwischen, weiß ich nicht genau, Ellen Ripley, Alien 1 Gedächtnisfrisur und ein bisschen angelehnt an die Christie-Originalfigur aus dem Hellraiser-Film, hat jetzt mit ihrem vielleicht oder vielleicht auch nicht Freund Trevor, der das L-Wort gesagt hat, während er mit ihr ein bisschen rumpimperte, halt irgendwie nachher ein paar Pläne. Sie wirft ihn so raus, will aber irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen. Er, ja, weißt du, ich habe da vielleicht was. Kurzum, sie brechen dann irgendwo ein in einem reichen Viertel, wo sie in einem Container dann einen Tresor finden. Da drin finden sie eine Kiste. In der Kiste ist dann die Puzzlebox. Und jetzt geht es immer noch nicht so richtig vorwärts. Ich kürze ein wenig an der Stelle ab. Mit ein wenig Charakter hin und her kommt dann aus Versehen, also sie rückfällig geworden mittlerweile mit Alkohol, streitet sich mit ihrem Bruder, der ihr dann nachläuft, nachdem er sie aus dem Streit rausgeworfen hat. Sie hat diese Rumor Box dabei, sie sollte sie nämlich aufbewahren, spielt da dran ein bisschen rum, ohne sich zu verletzen. Aber einer dieser Hakenklingen ist draußen. Ihr Bruder kommt ihr hinterher, findet sie. Und der schneidet sich. Und dann ist er plötzlich weg. Ja, und ab jetzt ist sie auf der Mission, ihren Bruder zu finden. Alle glauben mir natürlich nicht und denken, ja, das liegt ja an den Drogen. Und sie bekräftigt aber, nein, das ist irgendwie so ganz anderweltlich gewesen. Und ja, klar, weil du halt Drogen genommen hast. Weil du irgendwie nicht nur Alkohol, sondern auch noch Pillen und so weiter. Ne? Darum siehst du solche Dinge. Nein, nein, das ist so nicht. Und das endet dann halt schlussendlich darin, dass immer wieder an dieser Box herumkonfiguriert wird und wir nachher noch herausfinden werden, dass halt es ein Haus gibt von dem Käufer, den wir am Anfang vom Film gesehen haben, 6 Jahre zuvor. Der hat übrigens Trevor, ja, das ist der Freund oder auch nicht Freund von der Hauptfigur Riley. Und er wurde engagiert, um eben Leute dazu zu bringen, mit dieser Puzzlebox rumzuspielen, diese Konfigurationen zu entschlüsseln. Jetzt gibt es auch ein Handbuch, das gefunden wird, in dem dann halt so erklärt wird, welche Konfigurationen es alles gibt, bis zu welcher Stufe, was die so können. Die haben alle verschiedene Namen. Von Lament über Leviathan bis hin zu, weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Und das Haus, in dem das Ganze ist, da muss man natürlich auch einbrechen. Das ist so eine Art Zenobiten-Beschwörungsfalle, Borgwürfel irgendwo zwischendrin, könnten auch ein paar Gussrahmen von Revell aus irgendwelchen Kriegsschiffe-Sets sein, im Maßstab 1 zu 24, ich weiß es nicht. Und da findet es dann nachher auch statt, dass alle Charaktere und irgendwelche Zenobiten, die nach und nach mehr auftauchen, jetzt hier die Charaktere terrorisieren und am Ende auch rauskommt, dass der ursprüngliche Puzzlebox-Besitzer leider nicht bekommen hat, was er wollte. Und er hätte jetzt gerne eine Art Umtausch von seinem Geschenk. Also er will es nicht. Die Zenobiten nehmen das gerne zurück. Ja, dabei sterben vielleicht oder vielleicht auch nicht noch ein paar Leute. Und
Der Bruder bleibt verschwunden. Ja, er wird nochmal angeboten. Der neue Pinhead kommt und erklärt, wir könnten dir den wiedergeben. Und hier, schau mal, da ist er. Aber Riley in ihrer unendlichen Weisheit und so wie das Drehbuch sie geschrieben hat, lehnt ab und möchte einfach weiter lamentieren. Lamentieren, wehklagen. Deswegen auch die Lament-Konfiguration. Sie bleibt also ohne Geschenk einfach weiter am Leben, in dem Wissen, dass sie ihren Bruder gewissermaßen betrauern, veropfern muss. Betrauern muss und das Opfer bringen muss, jetzt habe ich es, dass sie damit halt einfach leben muss mit dieser Bürde. Das war es im Wesentlichen. Dieser Film, den ich gerade, und ich habe, glaubt es mir, wirklich viel ausgelassen, dauert 2 Stunden und dann kommt der Abspann. So 2 Stunden, 2 Minuten, Abspann lief noch, ich habe dann ausgemacht. Ich habe den Film nicht alleine gesehen, sondern mit meiner fantastischen Freundin und einem lieben Freund. Der hatte den schon einmal gesehen. Der hat vorher nicht gesagt, was er von dem Film hält. Und dann haben wir den halt gestern mal geguckt. Dann war der Film aus. Wir haben schon währenddessen ein bisschen geredet. Das ist grundsätzlich eher kein gutes Zeichen. Und dann sagte er auch, also ich fand den übrigens total lame. Ja, teile ich die Meinung. Meine Freundin zwischendrin hat auch schon gemeint, boah, ich will ins Bett, ich habe keine Lust mehr, kann man nicht einfach was anderes machen? Auch kein gutes Zeichen. Und ich habe einen ähnlichen Eindruck gehabt. Ich komme jetzt, nachdem ich die Handlung grob beschrieben habe, mal dazu, wie sich für mich verschiedene Sachen anfühlten. Es war ähnlich wie bei dem 2013er Evil Dead, also dem neuen Tanz der Teufel Teil, das hier irgendwie... Ich habe verstanden, man will das für eine neue Generation ein bisschen neu erzählen. Es soll vielleicht ein Neustart sein. Fühlt sich für mich überhaupt nicht so an. Ich glaube, es wird tatsächlich noch eine Fortsetzung geben und ich finde es jetzt schon nicht gut. Es ist aber irgendwie für mich alles aus demselben Guss wie diese Fortsetzungen, sei es jetzt Freitag der 13. von 2009 oder von 2010, der neue Freddy Krüger Nightmare-Film, dass das alles, ja, wir legen nochmal Ikonen von früheren Tagen auf und hier seht, wie wir das neu inszenieren. Und auch wenn der Regisseur tatsächlich ja sein Handwerk versteht, es hapert an ganz vielen Stellen nach meinem Dafürhalten nach. Also, ich möchte jetzt einfach dann mal in meine Einordnung kommen. Der Film bietet uns tatsächlich quer durch verschiedene Hellraiser-Filme von früher verschiedene Andeutungen. Er übernimmt hier und da, ganz selten, eine Szene fast buchstäblich. Oder auch mal ein ganzes Szenenbild, wenn man an die ersten Hellraiser-Filme vor allem denkt. Ich habe mich hier sehr erinnert gefühlt an diese sehr auch malerisch gestaltete, das meine ich ja buchstäblich, Hellraiser 2-Dimension, wo ja dann auch irgendwie dieser übergeordnete gewissermaßen Zenobitengott sich aufgehalten hat. Und das mit dem Labyrinth wurde wirklich so übernommen. Die Zenobiten sind auch teilweise schon in früheren Filmen so zu sehen gewesen, aber irgendwie verändert. Mal hat man einige Teile von alten Zenobiten miteinander vermischt, um hier etwas halbwegs Neues zu erfinden. Lediglich der übrigens nicht Pinhead genannte, der Name kommt ja grundsätzlich niemals, aber auch hier steht nur Priester im Abspann. Das sage ich jetzt mal einfach geschlechtsneutral als normalen Oberbegriff, denn im Englischen heißt es nur The Priest. Das ist tatsächlich der Begriff, wie er auch im Originalskript von Clive Barker stand. Der Name Pinhead ist ja von der Crew des Films entstanden, ja, während halt Doug Bradley sich damals in die Maske setzen musste. Und das bringt mich dann auch dazu, jetzt habe ich verschiedene Sachen in dem Film gesehen. Wie finde ich denn die? Dass halt irgendwie hier etwas ganz Neues probiert wurde. Neue Figuren, neue Zenobiten oder eben mal verschiedene Varianten von bisherigen. Das halt hier auch eine ganz andere Darstellung von eben unserem geliebten Pinhead gezeigt wurde. Ja, das gefällt mir grundsätzlich. Es ist eine Version, die nicht näher an dem Originalbuch sein kann. Also Clive Barker hat ja damals halt das Buch geschrieben, The Hellbound Heart, hat das dann als Hellraiser verfilmt und davon haben wir jetzt gewissermaßen eine Art Neuinszenierung. Dazu gehört eben auch mal neue Wege zu beschreiten. Ja, wunderbar. Dass wir jetzt hier den Würfel haben, der mal ganz was anderes kann, in dem wirklich mal in verschiedenen Schritten die Konfigurationen erklärt werden, weil er sich völlig anders verhält, als wir das aus den bisherigen alten Hellraiser-Teilen gesehen haben,
Auch wunderbar. Hey, mal richtig was Schönes probiert. Dass die einzelnen Namen haben für die Stufen. Okay. Dass der Würfel jetzt irgendwie so einen Dorn entwickelt, der dann halt irgendwie als Blutopfer dient. Also du brauchst jemanden, dessen Blut dann in diesen Würfel fließt, damit es dann weitergeht. Ganz spannender Ansatz, der tatsächlich, finde ich, sehr gut passt. Und ja, dann kommen wir zum Rest. Der Film hat, ich habe es gestoppt, erst nach über 50 Minuten einen nennenswert anklingende Art von Soundtrack entwickelt. Das wiederum war nichts weiter als ein übrigens leider schwächerer Aufguss von übrigens dem, ich bin mir jetzt nicht sicher, der Film hat ja ursprünglich in Serbien gespielt, es ist sehr viel in Serbien produziert worden. Ich meine, ich habe im Abspann dann auch eben, dann war es das serbische Nationalorchester gewesen. Das hat dann auch den Soundtrack gespielt. Leider ohne den schmissigen Wumms von beispielsweise anderen Orchestern, die ich gehört habe, in anderen Filmen. Es kommt nicht an diese unglaublich einzigartige Komposition aus dem Original Hellraiser ran, der auch ja so eben als Thema in Hellraiser 2 Hellbound oder auch im Dreier Hellraiser zu hören ist. Erst ab dem vierten findet ja die Reihe, ja, weiß ich nicht, auch musikalisch teilweise andere Töne. Ach, das hat mir viel, viel, viel zu lange gedauert, bis es überhaupt hier zu Potte kam. Und das ist nicht nur die Musik. Dann ist es halt ein schwächerer Aufguss, trotz einem guten Orchester, trotz einem wirklich namhaften und guten Dirigenten, vom Originalthema. Ich verstehe nicht, wie man das wirklich gut finden kann. Und es ist auch alles viel zu leise, viel zu verhalten. Dann kommen wir halt zu den Charakteren, die sind so generisch blass, dass man Schwierigkeiten hat, sich die Namen von irgendwem zu merken. Dass halt irgendwie die Mitbewohnerin von dem Bruder von Riley überhaupt irgendwie eine Rolle spielt und in zwei, drei Szenen halt da ist und dann halt auch nicht. Ja, oder eben auch nicht. Sie könnte genauso gut einfach völlig unexistent sein. Wir haben auch dann den einzigen Charakter, das ist der Freund von ihrem Bruder, das ist Colin. Der hat noch wenigstens, dadurch, dass er halt sich nicht wie ein Vollidiot verhält, eine gewisse Charaktertiefe, die allen anderen vollkommen fehlt. Schade. Ich möchte sagen, dass ich halt den Film tatsächlich nicht in Englisch gesehen habe, sondern in Deutsch. Und die Stimme von Riley im Deutschen ist an manchen Stellen so unerträglich. Man kann es sich nicht anhören, man versteht übrigens auch teilweise gar nicht mehr, was sie dann halt in ihrer gespielten Wut, also Stichwort Schreitheater, ja, irgendwie da so ablässt, was überhaupt irgendwie gemeint sein soll. Es wirkt dadurch auch irgendwie so ein bisschen überkünstlich. Das hat vom Schauspiel her für mich nicht gepasst. Es hat halt einfach gewirkt, als ob ich hier so diese Berlin Tag und Nacht oder Köln 50 irgendwas, bla, ihr wisst schon, Doku oder Pseudo-Reality-Serien schaue. Es war einfach irgendwie gespielt daneben. Das ist so wie Richterin Barbara Salisch in den Endzügen. So, was? Betrogen hast du mich mit meinem eigenen Bruder? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mich aufregen. Also in etwa so vom Spiel her war das in der übertriebenen Version. So mit dem ganzen Rumgeschrei, hab ich gar nicht mehr verstanden. Du verstehst mich einfach nicht. Also, so ähnlich war es. Es hat mich nur noch genervt. Und nicht nur mich. Zu dritt auf dem Sofa in genervt und einem von uns hat nur noch Bier geholfen. Und das auch nur partiell. Und das einfach mal so zu dem, wie ich es halt irgendwie erlebt habe. Und diesmal eben auch mal nicht alleine. Und jetzt würde ich dann gerne halt irgendwie auch überleiten zu meinem Fazit. Der Film selber hat grundsätzliches Potenzial. Was mir tatsächlich sehr gefallen hat, war, wenn man das Originalbuch nimmt, das die wenigsten wahrscheinlich gelesen haben werden, dann wird in The Hellbound Heart der Charakter von diesem Hohepriester beschrieben als, genau wie die restlichen Zenobiten, ziemlich geschlechtslos. Man weiß nicht genau, sind das jetzt Männer, Frauen, vor allem stimmlich. Stellt euch einfach mal vor, wenn ihr ein Kind vor der Pubertät habt, ihr könnt nicht genau auseinanderhalten, wenn es jetzt so 6, 7 Jahre alt vielleicht ist. Schlagt mich bitte nicht in den Kommentaren. Übrigens, ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und euch freut, wenn ich jetzt mal hier mit Lichtsetups und Kostümen und so weiter. Also ich freue mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar und natürlich auch eure Meinungen. Könnt mir sagen, wie toll ihr Hellraiser 2022 findet und ich sage euch dann, ob ich das verstehe oder nicht. Ich meine, hier gebe ich ja meine Meinung schon preis. Weiter im Text. Bedeutet, so ein Kind innerhalb von, sag ich mal,
Einschulungsalter, da hast du stimmlich noch nicht so viel Entwicklung zwischen junge Mädchen und so ähnlich wird es da halt auch beschrieben, so irgendwo zwischendrin. Jamie Clayton, die bekanntlich Transfrau ist, spielt stimmlich, ich habe es leider ja noch nicht im Original gesehen, aber auf genau diesem Band, damit ist sie sehr nah, näher als sogar Doug Bradley, an der Originalfigur aus dem Buch. Sie macht damit auch etwas völlig Eigenes und im Prinzip das, was Clive Barker geschrieben hat. Das finde ich schön. Dass man jetzt hier gerade nur bei ihr von dem klassischen Lackleder, Latex, Zenobiten, Fetisch-Outfit weggegangen ist, was auch so was Biomechanisches irgendwie gehabt hat. Das hat man ja nur bei eben ihr gemacht, als Priester. Ich weiß nicht. Ich verstehe, wenn Leuten das gefällt. Ich mag es vor allem, also es ist vom Kostümbild unglaublich gut gemacht, weil sie halt einfach aussieht, als ob sie keine Haut hätte. Sie trägt da so eine Art Rüstungskorsett, was dann wieder nach Knochenplatten mit verschiedenen Sehnen und so weiter aussieht. Aber, und das kommt jetzt einfach ganz, ganz, ganz übel bei mir an, alle Zenobiten haben so eine Art Weichzeichner FSK 12-Filter drauf. Wo die Zenobiten im Original, also vor allem es gibt eine prominente andere Zenobitin, die deutlich auch als weiblich irgendwie zu beschreiben ist, die kommt aus einem der späteren Hellraiser-Filme und zwar ist es diejenige, bei der man den Kopf einfach von der Haut her mal so hier offen geschnitten hat, die Haut umklappte und sie dann runterbog, dass sie in so einem Bogen hier an der Schulter festgenäht wird, beidseits. Bei dem Original konnte man dann auch wirklich schön hier Kopf und so weiter sehen, sprich teilweise eben das Gehirn. Und hier ist es einfach nur so eine übergelegte, was auch immer. So sieht aus wie ein Tagessegel von einem Dreimannzelt beim Aldi. Also es hat nicht denselben Charme. Es wirkt alles, als ob die Zenobiten nicht explizit Hardcore FSK 18 drauf wären wie in früheren Filmen. Das Ganze ist mir übrigens auch aufgefallen. Es gab viel Computereffekte, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Es war mir bei vielen Sachen, es gibt noch eine Zenobitenverwandlung, es kommen noch andere Sachen vor, die sehr brutal sein wollen, es aber eben wegen der Computereffekte nicht schaffen. Sie bringen mich immer raus. Es ist jetzt nicht so übel wie in dem The Flash-Film, dass wir hier so eine gerenderte PS2-Grafik haben, die völlig daneben ist, aber es ist halt auch nicht da, wo ich Hellraiser wirklich sehe, bei ausschließlich praktisch gemachten Effekten. Sie haben einige praktisch gemacht. Es gibt eine sehr schöne Szene, wo wirklich mit Stacheldrahteinschneidung gearbeitet wird und wirklich die Haut sich abledert. Also wer das schon mal in der Realität gesehen hat, ja, ich kann bestätigen, es sieht wirklich genauso aus. Und das war ein guter Effekt. Aber der reicht mir in 2 Stunden nicht. Dann kommen wir mal dazu, die Länge. Man hätte hier nicht an der einen oder anderen Stelle straffen können. Nein, der Film muss einfach für das, was er sein will, etwa 25 bis 30 Minuten kürzer sein. 25 ist hier mein absolutes Minimum. Es gibt viele Szenen, die völlig belanglos einfach abgespult werden. Dinge passieren, weil sie passieren müssen, nicht weil sie logisch sind. Der Film hätte auch vor bestimmt über einer Stunde, habe ich mir irgendwann mal gedacht, enden müssen, weil er nur weitergeht, weil die dämliche Riley rumschreiend immer nur und heulend diesen blöden nicht mehr Würfel, sondern mittlerweile irgendwie andere kubische Formen oder irgendwie andere, ja, weiß ich nicht, dann ist es mal irgendwie ein Kegel, dann wieder irgendwie so eine Halbkugelkegel-Ding, Trapez, was auch immer, weil sie das Ding immer mitnimmt, weil sie es immer mitnehmen muss. Und sie muss es immer mitnehmen, weil wird manchmal nicht so richtig aufgelöst. Da weiß sie nämlich, da glaubt sie dann halt teilweise nicht, dass es mit dem Bruder dann doch wieder und da verliert sich's. Und deshalb viel zu lang, Soundtrack leider völlig vergesslich. Erst wirklich am Ende kommt überhaupt Soundtrack und nach über einer Stunde Film brauche ich dann auch nicht mehr mit dem Original-Hellraiser-Thema in schlechter, weil schwächer eingespielt, irgendwie ja angegangen zu werden als Zuschauer. Das kann man ja schon gar nicht mehr anders nennen. Und so auch die Zenobiten mit ihrem völligen Weichgespüle, dass sie halt nicht so explizit dargestellt sind. Also es gibt so eine Art von Schnatterer, aber es ist auch alles, darüber muss ich auch mal reden, so dunkel, dass ich dachte, man hat sich The Batman als Vorlage genommen und dann gemeint, das können wir noch dunkler. Man möchte hier wahrscheinlich einfach Kostümschwächen kaschieren, habe ich mir gedacht. Gerade bei den anderen Zenos. Denn der Priester ist speziell beleuchtet. Jamie Claytons Pinhead, muss ich an der Stelle sagen, wirkt gleichermaßen gut, wie aber auch für mich schlecht. Einfacher Begründungsansatz.
Ich habe schon gesagt, das grundsätzliche Kostüm mit dieser abgezogenen Hautoptik, mit diesen Knochenplatten und den Muskelsehnen, farblich so schön abgehoben dazu, in wirklich einfacher Muskelfarbe, diesem Rotton, das hat mir sehr gut zugesagt. Und dann kommen wir zu ihrem Gesicht. Die Art, wie ihre Nägel angeordnet sind und beleuchtet werden, dass nur die blanken Köpfe tatsächlich irgendwie immer so schimmern, das wirkt eher, als ob sie eine Pusteblume ist. Wenn ich das einmal sage und ihr das jetzt so irgendwie im Kopf habt, ihr könnt es nie wieder nicht sehen. Es ist einfach Pusteblumen-Pinhead und da denke ich mir, oh, das guckt so böse. Ist natürlich ein bisschen übertrieben und böse formuliert, denn ich möchte Jamie Clayton an der Stelle noch einmal ein bisschen positiv hervorheben, denn sie schafft es tatsächlich mit einem sehr minimalen Spiel, nur von den Augen her und so, wie sie dann in die Kamera guckt, da hat man bestimmt auch von der Kamera und der Regie halt irgendwie gute Anweisungen gegeben oder eine gute Vision umgesetzt mit eben Regisseur, Schauspielerin und Kameramann. Das war noch was, wo der Pinhead tatsächlich ein bisschen fragwürdiger ist, ambivalenter, du nicht genau weißt, wie falsch wird das, was ich sage, jetzt von ihm aufgenommen, beziehungsweise ihr, beziehungsweise wirkt halt wirklich eher geschlechtsneutral, muss man auch sagen. Das ist ein deutlicher Unterschied in der bisherigen Darstellung bei den verschiedenen Darstellern, die sich dann an einer Doug Bradley-Imitation versucht haben. War persönlich gut, aber diese Pusteblumenbeleuchtung, die ging halt nicht. Und es hat viel zu lang gedauert, es war viel zu viel CGI, es war zu lang und ich konnte einfach dann auch keinerlei Gefühl und Spannung wie in einem wirklichen, die wirklich guten Hellraiser-Teile haben es geschafft, über die Musik, über die Brutalinszenierung der, mit praktischen Effekten und über die Präsenz aller Zenobiten und ihrer Bedrohlichkeit wirklich etwas zu vermitteln. Hier hat mir die Präsenz der Zenobiten, die habe ich zwar gesehen, aber die war halt einfach nur, sie sind im Bild. Sie haben aber mir keine Bedrohung vermittelt. Sogar Hellraiser 5 und 6 hatten bedrohlichere Aufnahmen von Zenobiten. Habt ihr, also Hellraiser 5 und 6, ne, die nicht gut sind. Und die fand ich, also wollte ich nur noch mal hervorheben. Ja, ich bin einfach nicht begeistert. Ich werde ihn mir nicht noch mal angucken. Ich hoffe nicht unbedingt, dass davon jetzt in diesem Stil eine Fortsetzung gemacht wird. Wenn, dann bitte schaltet doch einfach mal mehr Licht an, zeigt uns mehr, leuchtet es einfach mal besser aus, macht mehr praktische Effekte, dann können wir uns auch vielleicht wieder drüber unterhalten. Ich werde jetzt persönlich erstmal in den Keller gehen, mich dort mit irgendwelchen Ketten flagellieren und vielleicht Hellraiser 5 und 6 gucken.